Ja, klar. Ich denke, Sommerwelt ist jetzt hier wieder in Moskau auch gelandet sind. Ja, klar. Und Spiel war eben dann auch. Ja, Sie haben es gesehen. War kacke. Sauer. Sauer. Bin einfach nur sauer. Richtig sauer. Ja, ich bin der Kloppo immer noch hier auf Ibiza im Urlaub und. Die WM ist schon wieder vorbei. Gerade angefangen, schon Schluss. Die kürzeste WM aller Zeiten. Ja. Eier. Er hat Eier. Das ist der Unterschied zwischen vielen anderen in der Mannschaft. Ich bin natürlich sehr traurig und enttäuscht, höre mich aber im Prinzip genauso an wie nach einem Sieg gegen Schweden. Besonders leid tut es mir eben, sagen wir mal, auch für Marco Reus. Ja, klar. Ist eben dann der Einzige in der Mannschaft, der keine Reiserücktrittsversicherung auch hat. Ja, der muss eben dann jetzt hier noch 2 Wochen in Russland bleiben, der arme Kerl. Ganz ehrlich, katastrophale Leistung. Das geht überhaupt gar nicht. Ey. 2-0 für Südkorea. Schlimm war das, schlimm, ehrlich. Ja, die müssen 5-0 gewinnen gegen unsere Gurkentruppe. Ja, klar, ich denke dann, dass natürlich die Schuld auch ein Stück weit bei Oliver Bierhoff auch liegt. Ja, klar, eben dann auch Andi Köpke oder eben dann auch Thomas Schneider, vielleicht auch Reinhard Grindel. Klar, jeder muss sich da selber hinterfragen, aber ich habe ja heute nicht gespielt. Also von daher hinterfrage ich mich auch nicht. Nee, ich denke nicht, dass ich jetzt eben dann als Bundestrainer auch zurücktrete, weil ja, glaube dann ja auch nicht umsonst ein Götze auch schon und Scholle und auch ein Sané, weil eben dann auch in der EM-Quali dann mit Faroe-Inseln, Liechtenstein und Aserbaidschan auch eine Todesgruppe wartet. Der Bundestrainer, da nimmt der Goretzka runter und bringt Thomas Müll. Der Name ist Programm. Wenn man nicht 2006 nicht mal als Nummer 1 mitnimmt, ich meine, wie will so einer jetzt noch Bundestrainer sein? Jogi muss auf jeden Fall weitermachen als Bundestrainer. Wünsche ich mir auf jeden Fall auch als Kloppo zumindest ein Jahr, weil so lange läuft mein Vertrag in Liverpool noch. Oh, ich habe natürlich jetzt eine Mannschaft, der ich den Daumen drücke. Das ist Russland. Russia. Russia. Ich bin auch für Russland. Ich habe da sogar noch so einen kleinen Song aus meiner Vergangenheit in Dortmund. Pro-Russia. Pro-Russia. Ich bin's, der Poldi. Ich wäre bereit, ja. Also auch für Stimmung, Social Media. Ich könnte richtig da was erreichen bei der Nationalmannschaft. Trikot habe ich noch, das alte. Könnte sofort mitmachen, jederzeit. Brauche nur einen Anruf von Jogi Löw oder dem neuen Trainer. So, jetzt reicht's auch mit der Flennerei. Na, ganz ehrlich, ja, blöd gelaufen, aber so schlimm ist es auch nicht. Ja, jetzt beruhigen wir uns alle wieder und dann ist erstmal schön Urlaub. Ja, heulen könnt ihr wieder, wenn ihr alle wieder Bundesliga gucken müsst. Ja!